Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Ion. Ich bin's, der Black, da Hallo. Ist der Dü. Und wir sind, wo waren wir? Wie hieß denn das Gebiet? Ich hab's schon wieder vergessen, verdammt. Oh, Acheron. Acheron. Ja. Ich war so ähnlich, ich wollte jetzt irgendwas mit Kaka sagen. Es ist auch ist recht nah dran. Hast du die Quest eigentlich jetzt hier? Sind die... Ja, die ist das als Quest? Ja, die hast du immer. Okay, gut, nicht mehr, dass wir das jetzt hier umsonst machen. Ja, sonst hätte ich dir schon was gesagt in der letzten Folge. Yeah. So, erledigt dich, ich hab hier unter Umgebung, ist schon mal fertig und dann halt die zweite Quest noch. Ich hab sogar zwei Quests für die Dicke. Wollen wir hier vorne den Dicken? Irgendjemand haut den Dicken. Achso, hier haut jemand. Hier unten sind Dicker. Ja, das. Die hier brauchen wir. Zack. Und. Weg! Und never come back. Never come back. So, werde ich jetzt jedes Mal, wenn er never come back schreit, werde ich das jetzt jedes Mal machen müssen. So, im Grunde genommen ist das jetzt hier alles das gleiche eigentlich oder teilt sich das jetzt ein Stück weit dann auf? Ich weiß es nicht. Sieht so bunt aus aus der Karte. Na gut, wenn du jetzt, wenn ich jetzt M zum Beispiel aufrufe, haben wir zum Beispiel, hier ist es glaube ich nach Ost, West und Süd scheinbar unterteilt. Ja. Ja. Also. Ich glaube hier ist es nach Ost und West, ja genau, richtig. Das heißt, wenn, wir haben jetzt hier zum Beispiel wir haben jetzt zum Beispiel eine Garnison im Norden und da haben wir drei Questen und diese drei Questen müssten sich eigentlich im gesamten Norden gleich sein, von diesen Garnisonen her. Zum Beispiel. So, das heißt, wir könnten da für den gesamten Norden zum Beispiel 15 von diesen Medaillen des Kampfes zum Beispiel bekommen oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es da noch andere Questen oder sowas, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Ein Bündel mit Terranienmünzen oder was nimmt man da? Das ist ja sowieso die Standardbelohnung halt, ne? Ach so, ja. Die bekommst du so oder so. Okay, mein Fehler. Und ansonsten magische Angriffe halt, ja, ne? Sehr klar. Okay. Okay, gut. So, Terranium-Münzen ist übrigens auch ein PvE-Set, glaube ich. Weiß aber jetzt nicht, wo man das umtauschen kann. So, wir gehen jetzt dadurch, dass ich wollte ja, wie gesagt, wir waschen da jetzt einfach nochmal durch. Wir haben das ja beim letzten Mal haben wir das ja nicht geschafft gehabt, vor 4-5 Folgen oder so in die Richtung. Wir gehen jetzt einfach nochmal zurück, nehmen jetzt einfach mal Rückkehr, gehen auch einfach nochmal nach Kaldor. Ich denke, das Prinzip jetzt von Acheron ist, glaube ich, klar. Du hast jetzt hier auch nochmal, ich glaube, eine Instanz wurde hier noch gewesen. Die kann man, glaube ich, auch zu 6 laufen. Und die ist auch noch relativ einfach. Ansonsten gibt es da, glaube ich, jetzt in dem Gebiet nicht unbedingt mehr zu sagen. Ich denke, das Prinzip ist verständlich, glaube ich, oder? Ja, im Prinzip schon. Ja. Also mir gegenüber schon. Und wie ist das Prinzip? Verständlich. Ja, und wie ist es denn genau? Naja, also im Prinzip, grob vereinfacht, du nimmst deine täglichen Quests an, haust dafür die Münzen raus oder kriegst dafür die Münzen, aber von den Münzen, Medaillen etc. pp., je nachdem, was du halt dir ausgesucht hast, kriegst du dann hinterher deine Set-Rüstung zusammen. Dauert halt ein paar Tage aber oder länger, aber ja, es ist machbar. So, ich bin jetzt in Kinoa und ja, genau. Teleporter, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, ich komme erstmal nochmal runtergeflogen. Ich hatte mich ja irgendwo anders gebunden gehabt. Das hat mir ja nicht nochmal korrigiert. Ja, und wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal nach Kaldor gehen. Guten Tag. Und dann würde ich sagen, würde nur noch nochmal der untere Abyss anstehen. Hier gibt es übrigens auch Medaillen des Kampfes. Bei Monodia hat eine Quest für Medaillen des Kampfes. Ach so, siehst du. Nehmen Sie mal also, an. Das ist halt Verteidigung des Kinua-Gebiets. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Bist du in Signia? Ich bin in Signia bei Kinoa, genau. Achso, okay. Weil ich sehe dich nämlich auch immer noch nicht auf Karte. Jetzt habe ich das mal, dass ich dich nicht auf Karte sehe. Ja, kannst du mal sehen. Also du bist also bei Kinoa, da oben. Ja. Du musst natürlich wieder runter hier zum Hauptquartier der Legion. Ja, das ist schon klar. Wie gesagt, aber ja, ich bin ja hier gebunden gewesen. Hier gibt es aber, wie gesagt, auch so eine Medaille des Kampfes-Quest. Ja, kann sein, dass du dort Asmodia killen musst oder sowas in die Richtung. Das gibt es meistens überall. Dass du in diesem speziellen Gebiet ein oder zwei Asmodia dann halt killen musst oder sowas in die Richtung halt. Ja. Machen wir das mal? Ich glaube nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Na gut. So, ich bin unten. Und wo bist du? Also ich bin schon bei der Legion des Neubeginns, auf jeden Fall.
Ja. Wie macht man eigentlich die zweite Karte hier aus? Ich habe hier so eine halb durchsichtige Karte. Wie schalte ich die wieder aus? Musst du mir sagen. N. Nee, das ist die normale Karte. N. Ach so, N. Okay, N geht. Siehst du? Ja. Habe ich dir wieder geholfen. Ah, ich habe M verstanden. Wenn ich nicht wäre, ne? Ja, ne, wenn du nicht wärst, hätte ich halt nachgeguckt. So. Wieso? Wo soll ich denn hin jetzt? Du hast gesagt, Ja, Kaldor halt, ne? Ach, Kaldor, ja, klar, war ja. Ja, ich bin halt ich bin schon alt, ich darf sowas. So, alt. Da, teleportieren. Akaron, Kaldor. Los geht's. Lasst euch mal wiedersehen. So. Alles klar. Mitglieder einer Legion können irgendetwas. Ich weiß natürlich nicht was. So, Sippumerk, Siedlung. Neues Gebiet, neue Quest. Nutkommando. Wieder mal. Da unten stehst du, soll ich irgendwas annehmen? Hier drin? Nee, eigentlich gar nicht. Okay. Nee. Na dann. Nein, muss nicht unbedingt sein. Da ist er. Gefällt mir hier eigentlich auch ganz gut. Bisschen dunkel, aber sonst vom Gebiet her, von den Farben her, gefällt mir das hier ganz gut. Weiß halt nur überhaupt nicht, was man hier machen muss. Ne? Also das ist ja, halt frag mich nicht. Was fragst du da mich? Kenn mich ja auch nicht aus. Ich glaube, das ist fast nur eine reine PvP-Karte. Weil das am Anfang hast du scheinbar, keine Ahnung, das sind noch 4 blaue Questen. Na gut, schauen wir mal. Mhm. Hier stehen Kisks irgendwie. Jo. Kreuzung des Kampfes. Oh, warte mal, mein Pullermatz hat ein Geschenk für mich. Komm gleich. Das ist schön. Ich mag meinen Pullermatz. Bisher hat eigentlich jeder meinen Pullermatz gemocht. Oh, das ist halt so widerwillig. Was? Gar nicht. Doch, dein Pullermatz. Ja, ich mag meinen Pullermatz. So, Hüfthöhe ist gar nicht mal schlecht. Reicht bis auf den Boden. Vom Boden bis zur Hüfte. Stimmt halt eh nicht, ne? Ein Gentleman genießt und schweigt. So, hier sind, das sind rote Mobs. Brauchen wir die? Das sind Asmodier, ne? Also keine Spieler, aber ja, NPCs der Asmodier. Ja, PCs. Asmus haben PCs. Asmo-NPCs, ja. Warum haben Asmus PCs? Ich dachte, die dürfen nur auf Max spielen. Du bist ein Spinner. Ich weiß, aber was hat das jetzt damit zu tun? Keine Ahnung. Und ich erst. So, und nun? Schauen wir uns einfach nur die Karte an. Ah, okay. Wir schauen uns einfach nur die Karte an. Mehr gibt's hier scheinbar auch nicht. Aha. Haben wir dann danach noch was zu tun oder sind wir hier quasi im Finale? Weiß das nicht? Nee, nicht in dieser Folge noch nicht. Gut, weil das sollte man schon wissen. Ich weiß das nämlich nicht. Was hast du denn danach noch vor? Ja, so halt auf jeden Fall. Wir gehen auf jeden Fall nochmal in den unteren Epis rein, werden dann nochmal versuchen, da sind 40 Instanzen, habe ich da entdeckt. Und die könnte man vielleicht zu zweit schaffen, könnte ich mir vorstellen. Wenn wir einfach mal reingehen, wenn wir da failen, ja gut, dann ist es halt so. Und wenn nicht, ja gut, dann ist es halt auch so. Ja. Naja, gut, hier auf jeden Fall diese Kaldor-Karte. Es ist so, dass du halt hier eine Festung hast, die Anoha-Festung. Ja, ich sehe schon. Sieht auch ganz geil aus. Dann hast du noch zwei relativ wichtige Instanzen. Mhm. Runadium wird relativ häufig gegangen und Stahlmauer-Bastion wird auch häufig gegangen. Ich glaube, es gibt beides PvE, gute PvE-Sets, teilweise Schmuck, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber das ist halt, wie gesagt, dieses bekannte System, dass du halt wirklich... Wem gehört denn das Schwert hier? Wo bist du denn überhaupt? Ich glaube, du bist vor der Festung. Du bist weiter gerannt, wie ich gerade. Jo.
Jetzt ein dickes fettes Schwert im Boden. Das ist mein Schwert. Dann zieh's mal raus, möchte ich sehen. Ja, Moment. Nicht pupsen, Schwert rausziehen. Nichts kann er. Ist doch draußen. Nee. Du sollst nicht deinen kleinen Dolch rausholen. Ich meinte dieses große Schwert hier. Ach, mit dir. Boah, ich hab was geedit. Scheiße. Okay, wir sind tot. Du tötest. Wir sind wirklich tot. Ja. Egal. YOLO. Scheiß drauf. Ich nicht. Ich bin hier. Soll ich Rückkehr nehmen? Ja, nehmen wieder Rückkehr. Wir treffen uns dann wieder in diesem Hauptquartier unten, in dem unteren Bereich halt einfach. So sei es. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal schauen, ob ich links oben oder links unten da nochmal was auf der Karte mir angeschaut bekomme, aber irgendwie ist das nicht so der Fall. So, wir teleportieren nochmal nach unten. Mhm. Und dann... Bleibt ein Charakter stecken, kann er über Befehle schnelle Rückkehr befreit werden. Achso. Okay. Wo ist denn jetzt der Teleporter? Das dauert immer so lange, bis die aufgetaucht sind. Lecky PC. Nein, nein, das ist eigentlich immer nur bei Ion da. Lecks PC ist einfach crap. Nein, nein, höchstens die Internetverbindung nach wie vor. Weil die ja schon besser auf jeden Fall als das, was ich vorher hatte, aber im Vergleich mit einer, sagen wir mal, mit deiner Verbindung, mit einer 100.000er Verbindung komme ich natürlich nicht klar. Da brauche ich nicht. Wie lange brauchst du eigentlich für den... Also wir haben ja noch andere Projekte und wir müssen uns ja zum Beispiel den Minecraft-Server immer hin und her schieben. Der ist irgendwas so um und bei 1 Gigabyte. Wie lange brauchst du, um das herunterzuladen? Also länger als du. Weiß es nicht. Ich mach das meistens so, dass ich das starte und dann bereite ich alles andere vor und dann habe ich den halt irgendwann runter, beziehungsweise ich lade den halt nebenbei runter, wenn du ihn mir direkt schickst. Im Gegensatz zu dir, du nimmst ihn ja meistens nur, wenn du ihn brauchst, aber ich lade ihn mir meistens direkt, wenn du ihn mir schickst, weil dann kann ich den eventuell mal, wenn ich weiß, aha, ich nehme demnächst auf, dann kann ich den aber eventuell mal starten, während zum Beispiel was noch anderes Zeug rendert. Und wenn der quasi während das Zeug rendert und nebenbei noch läuft, schadet ja auch nicht. Das bringt ja was. Dir bringt's was. Natürlich. Dass es dir nichts bringt, ist mir ja egal. Aber irgendwann kommst du auch in so einen Bereich, wo es dir vielleicht was bringt. Achso, hier sind wir falsch. Wir wollen ja hier durch den Teleporter halt auf jeden Fall. Welchen? Ja. Zum Markusplatz, also hier zu diesem Portal halt, ne? Kommt ihr oder geht ihr? Jetzt dann doch am Ende. Ja, okay. Na gut, Margos Landeplatz. Ja, aber wie gesagt, so mache ich das halt gerade wenn du so viele Ressourcen hast und so weiter und so fort, ist das auf Minecraft gar nicht mal schlecht, wenn du nebenbei ein bisschen laufen lassen kannst. Und du wirst das dann auch irgendwann merken, glaub mir. Problem ist halt auch, warum jetzt, warum wir jetzt keine Instanzen mehr gehen, großartig, außer jetzt halt unsere Solo-Instanz. Das Problem ist halt, dass wirklich nach diesen Instanzen, nach diesen 4-5 Instanzen, die jetzt in erster Linie in Ion gelaufen werden, dass dort die Gruppenbedingungen stimmen müssen. Ne? Also das heißt, jeder muss da halt seine Aufgabe halt ein Stück weit so weitestgehend halt erfüllen. Das bedeutet, mit erfüllen ist teilweise gemeint, dass halt man halt für manche Instanzen halt auch in gewisser Art und Weise einen gewissen Schaden beziehungsweise auch eine gewisse Präzision benötigt, weil es kann manchmal sein, dass wenn du in die Instanzen reingehst, du triffst die Monster teilweise dann gar nicht, dann kommt dein Schaden zum Beispiel halt gar nicht an oder sowas in die Richtung. Ne? Jo. Und wir sind halt so schlecht und bad equipped, dass es halt bei uns halt überhaupt nichts werden würde. Und was mich auch geht, vom Skill her, bin ich selbstverständlich genauso schlecht und bad. Also da brauchen wir nicht drüber reden, dadurch, dass ich wirklich immer nur ein paar Wochen am Stück oder wie jetzt hier halt diese Aufnahme nach 2 Monaten. Ich denke, das ist nicht mal das Hauptproblem. Ich denke, das Hauptproblem ist halt, wie gesagt, halt das Equip, ganz einfach. Ach so, wir fliegen jetzt straight nach unten, hast du den mit Sicherheit schon mitbekommen. Ja, ich weiß, ich kann nur nicht so schnell fliegen wie du, weil ich das hier mit dem hier Bergabschweben machen muss. Das ist ein bisschen doof. Weil, es sei denn, wir könnten das offscreen machen, das geht auch.
Ja, geht gleich. Naja, ja, nee. Nee, das bisschen Fliegen kriegen wir noch hin. Nee. Nicht Sauerei. Hätte ja sein können. Na gut. Blip, 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 blip. Straight nach unten. Ja, straight. Bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt ankomme, so bei der Geschwindigkeit. Ich bin aber auch momentan relativ langsam unterwegs, muss ich sagen. Gefällt mir auch nicht so. Ich gedacht, es würde schneller gehen. Mhm. Aber irgendwie auch nicht. Wir sind noch nicht mal im unteren Bereich, aber wir haben ja noch den Buff. Also ich habe ja noch den Buff. Ja, ja, aber ich sehe dich ja nicht mal mehr. Ich weiß ja nicht, ich werde sterben. Bestimmt. Wo bist du denn? Naja, ich bei der Mittelinsel, tue ich mich gerade nach unten, aber ich bin immer noch weit über der Mittelinsel. Nicht zu glauben. Sieht dir gerade mal ein bisschen entgegen. Jo. Also ich bin jetzt bei der Weststerbe von Ladesran. Entweder bist du über mir oder ja, unter mir. Ja, da unten. Und dann komm runter. Okay, gut. Ich hab kaum noch Flugzeit. Dann komm her. Komm her zu mir. Wo bist du hier wieder? Hier, über dir. Warte. Da ist der Buff. Puh. Gerettet. So. So, wir fliegen jetzt, also wir sind ja schon mal ganz gut unterwegs. Wir fliegen jetzt einfach mal in die Schwefelbaumfestung rein. Vielleicht ist da ja irgendwie ein Festungskampf gerade. Warte mal, haben wir noch irgendwie so einen Kisk? Haben wir nicht mehr, ne, wahrscheinlich. So einen Kisk? Im Lager habe ich eventuell welche. Ich glaube, mit habe ich keine. Ah, das ist natürlich blöd. Jo. Ich habe hier noch so einen Kisk. Ah, nee, warte mal, ist das keinen. Hier? Achso, Kisk, Lagerverwalter, Eigengebrauch. Ist ja bad. So ist es. Weil wir schreiben sie hier, nun helft doch mal euren Leuten, bitte. Nur weil man zufällig in derselben Fraktion gelandet ist, ey. Nun helft doch mal euren Leuten, bitte. Was, zufällig? Ja, ist ja wirklich so zufällig. Wieso ist das zufällig? Ich dachte, okay, also ich hab keinen Kisk mehr im Lager. Komm, du kannst da drauf nicht zugreifen, glaube ich. Den Typ wieder. Naja, gut. Wir verabschieden uns einfach mal in die nächste Folge. Bedanken uns an der Stelle fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis denn. Tschüss.